Wenn Andrasch Peter seine Waffe scharf macht, dann muss das Wild in den Ostkarpaten auf der Hut sein. Doch heute hat es der Jäger nicht auf Rehe oder Bären abgesehen. Er nimmt seinen Erzfeind ins Visier. Den Schäfer. Genauer gesagt seine Hütehunde. Sind es mehr als gesetzlich erlaubt? Sind sie zu weit von der Herde entfernt? Dann darf er sie abschießen. Die Hunde sollst du anketten und die Gesetze einhalten. Das hier ist privater Boden, kein Jagdgebiet. Du sollst kein Blödsinn reden. Dort oben im Wald, das ist euer Jagdgebiet. 2 Hunde darfst du mit den Schafen losschicken. Der Rest bleibt hier angekettet. Wenn der Bär die Schafe reißt, wer bezahlt das? Du? Bestimmt nicht. Wenn dein Pferd getötet wird, zahlst du das? Auch nicht. Mit solchen Menschen, die nur die Dorfschule besucht haben, braucht man gar nicht zu diskutieren. Man soll die Polizei holen, für die überzähligen Hunde eine Geldstrafe verhängen und den Hunden einfach einen Kopfschuss verpassen. Unten im Tal macht sich der Jäger so nicht beliebt. In dem 800-Seelendorf Sekjodobo leben die meisten Menschen von der Tierzucht und weiden ihre Herden in den umliegenden Bergen. Hier sind sich alle einig. Die Jäger sind ein Übel. Und ein klein wenig neidisch ist man auch auf sie. Die Jagdvereine verdienen Millionen von Euro an den ausländischen Jägern, die hier Rehe, Hirsche und Bären abschießen. Wenn aber unsere Kühe und Schafe von den Wölfen und Bären gefressen werden, das zählt nicht als Schaden. Der Unmut sitzt tief. Die Arbeit mit den Schafherden ist hart. Bisher konnten die Schäfer wenigstens auf ihre treuen Hütehunde zählen. Die halfen verlässlich gegen die Raubtiere, gegen EU-Bürokraten sind sie allerdings auch machtlos. Allein die verlangten hygienischen Maßnahmen können die Schäfer kaum einhalten. Ihre traditionelle Arbeit als Wanderhirten wird so fast unmöglich gemacht. Und genügend Geld lässt sich mit der Arbeit auch nicht verdienen. Wir gehen um 1 Uhr nachts ins Bett und stehen um 5 wieder auf. Das lohnt sich alles nicht mehr. Wir sind die Letzten der Gesellschaft. Den Jäger Andrasch Peter kümmern diese Sorgen herzlich wenig. Frische Bärenspuren, was die Schäfer in Angst und Schrecken versetzt, für ihn ist es die reine Freude. Er hat das Land schließlich vom Staat für die Jagd gepachtet. 100 Bären sind in seinem Revier. Hier hat eine Mutterbärin mit 2 Jungbären einen Pflaumenbaum geplündert. Aber reine Vegetarier sind die Bären nicht. Hunderte von Schafen und Rindern fallen ihnen jährlich auf den Weiden der Ostkarpaten zum Opfer. Dann sind wir Jäger wieder schuld, dass es hier Bären gibt. Die Hirten sind einfach faul, lassen die Herden allein, passen gar nicht auf. Diese Rinderknochen zeigen, wie es aussieht, wenn ein Bär mal richtig Hunger hatte. Dem Jäger zeigen sie vor allem, dass es kräftige, ausgewachsene Bären gibt. Und die sichern ihm ein gutes Einkommen. Wir wollen unseren ausländischen Gästen wertvolle Trophäen anbieten. Nur so kann unser Jagdverein überleben. Und um das Pachtrecht behalten zu können, müssen wir unseren Wildbestand vor den Hirtenhunden schützen. In der Nähe liegt die Hütte von Lajos Vites. Ihm wurden im letzten halben Jahr 3 Hunde abgeschossen. Sie sollen junge Rehe getötet haben. Dabei bekommen die Hunde reichlich zu essen, versichert der Hirte. Sie können doch gar nicht hungrig sein. Was sie aber tatsächlich zu fressen bekommen, ist nur die kalorienarme Molke. Das, was nach der Zubereitung des Schafskäse übrig bleibt. Für den Hirten sind an allem die Gesetze schuld, die die Zahl der Hütehunde beschränken und ausgerechnet dem Jäger das Kontrollrecht geben. Die Herrschaften da oben, die haben doch keine Ahnung, wie das Leben in den Bergen ist. Hier kann man ohne Hunde nicht überleben. Nur die Hunde können den Kampf mit den Raubtieren aufnehmen. Wir Menschen sind machtlos, das will die Politik nicht verstehen. Doch fürs Erste haben seine Hunde eine Verschnaufpause. Der Jäger muss sich nämlich ein wenig zurückhalten. Er hat zurzeit ein Gerichtsverfahren am Hals wegen mutwilliger Erschießung von Hirtenhunden. Nun versucht er gegen den Feind, Videobeweise zu sammeln. Und so geht er weiter.
der Kampf der Hirten und Jäger in den Karpaten.